Wir sprechen hier über Zehntausende von Babys, die bestellt werden, die nach bestimmten Kriterien auch selektiert werden, nur gesunde Babys, nach Geschlecht und so weiter. Das heißt, es ist wie, als würde man sich ein Auto bestellen. Es spricht etwas dagegen, dass wir Kinder wie Objekte handeln. Birgit, was du machst, wenn du von Kauf und von Menschenhandel und Prostitution sprichst, du machst hier das, muss ich dir wirklich sagen, was du sonst immer Linken vorwirfst, nämlich mit Begriffen zu framen, die zu Recht negativ besetzt sind. Die dehnst du einfach auf einen Sachverhalt aus, auf den sie nicht passen. Natürlich ist das kein Menschenhandel, natürlich ist es keine Prostitution, was hier passiert. Du verwendest diese Begriffe, um im Kopf Bilder zu erzeugen, die negativ sind und damit eine Abwehrhaltung. Das ist nicht lauter. Ich erkenne an, dass du auch Argumente bringst. Das ist richtig. Du führst diese ganzen Probleme auf. Was du übrigens nicht machst, ist die positiven Aspekte zu erwähnen von Leihmutterschaft. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich die positiven Aspekte von Kinderhandel nicht erwähnt habe in meinem Buch. Stattdessen fängst du wieder mit diesen Begriffen an. Nein, die Frage, ob das jetzt Kinderhandel ist, ist übrigens, es gibt ja auch einen UN-Bericht, der das genauso formuliert im Übrigen, dass sie sagen, es ist ein Menschenhandel. Und mit Verlaub, also ich habe mir eine Eimutter rausgesucht. Und wenn ein UN-Bericht sagt, was Gender ist, ich würde schon gerne jetzt antworten drauf, ja. weil der Vorwurf ist ja sozusagen, ich würde falsche Begriffe benutzen. Mhm. Erstens mal das Thema Prostitution. Selbstverständlich ist es Prostitution. Wo ist der Sex? Wo ist der Sex? Wer sagt denn, dass man zu Prostitution Sex haben muss? Oh, das ist interessant. Ich kenne mich nicht so gut mit Prostitution aus wie du, aber ich kann nur sagen, wenn man faktisch schaut, was passiert. Und ich habe ja auch geschildert in meinem Buch die unterschiedlichen Märkte, die existieren. Das heißt, wir haben Märkte, die besonders schwierig sind. Und es gibt Märkte wie der amerikanische Markt, der versucht sozusagen manche Schwachstellen inzwischen zu regulieren und zu sagen, eben wir versuchen die Leihmütter gut zu behandeln, sie bekommen Rechtsbeistand, sie haben anständige Verträge, sie bekommen eine medizinische Versorgung und so weiter. Genau. Das heißt aber, der hochpreisige Markt existiert und der andere Markt existiert auch. So, ja, das heißt, man kann sozusagen, all das findet nicht statt im Rest der Welt, ja. Ich stelle grundsätzlich die Frage. Schreit nach einer Regulierung. Nein, man kann es ja nicht regulieren. Also auch das ist ein tatsächlich leider ein Fakt, den man berücksichtigen muss. In dem Moment, wo in einem Land man versucht, etwas zu regeln, wird das, was in dem einen Land verboten ist, wird ausgewichen auf ein anderes Land. Mhm. Es ist fast wie ein Länderhopping. In dem Moment, man kann auf einem globalen Markt einen globalen Handel überhaupt nicht regulieren. Es ist sogar so, also wenn die Engländer... Deutschland legalisiert, dann schon. Nee, wieso? Dann findet halt der Markt hier statt. Aber legalisiert und reguliert. Es ist ungefähr so, als würde ich sagen, okay, wir müssen es also nur mit mehr Liebe machen und wir müssen die Frau besser bezahlen. Und dann ist es okay, dass man quasi ein Kind wie ein Objekt zeugen lässt und es direkt nach der Geburt von seiner Mutter trennt. Ich finde, diese Reduzierung der Frau auf die Funktionalität ihrer Gebärfähigkeit, die ich inzwischen einkaufe, ist eben in der Tat eine neue Stufe von Prostitution. Und sie findet nach denselben Mechanismen statt. Wie kommen Sie auf Prostitution? Weil man die Frau kauft für eine Dienstleistung. Ja. So aber das ist man auch für einen Physiotherapeuten. Das hatten wir doch auch bei Putzfrauen, das hat man bei Handwerker etc. Ja. Also Sie möchten quasi die Geburt eines Kindes irgendwie mit einer Putzfrau, mit einer Putztätigkeit vergleichen? Nein, aber zum Beispiel Handwerker, die zahlt man auch dafür, dass die körperlich schädliche Arbeit machen, die ich mir selber nicht antun möchte. Aber er lässt möchte. Mir anschließend... Ach, die sie sich selber anschließen, die selbst nicht anschließen. Das ist ja auch einer ihrer Kritikpunkte, dass sehr viele das als Trend machen, um sozusagen den Körper nicht zu schädigen. Die Frage ist, ob wir überhaupt in einer Gesellschaft leben wollen, wo das Gebären eines Kindes als eine Dienstleistung betrachtet wird. Da kommen wir nämlich genau zu dem Objekt. Also ein Dienstleister kaufe ich ein, dass er einen Dienst tätigt, aber nicht, dass er mir einen Menschen gibt. Und das, was wir hier tun, ist tatsächlich... einen Menschen produzieren wie ein Objekt aus Zutaten, die mich aus dem Katalog aus deinem eigenen Buch und widerlege dich mit deinem eigenen Buch. Also, hier steht drin vorne ein wunderbares Zitat von, wie heißt der? Khalil?
Ja, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht, des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Das schreibst du ganz vorne rein und behauptest, ich weiß, aber sagst trotzdem, dass es ein Handel ist. Man kann nicht mit etwas handeln, was einem nicht gehört. Warum hast diese du dann Kinder einen Vertrag mit deiner Leihmutter, Kinder wenn das sind, kein Handel das kommt ist? Jetzt, ich erkläre es. Die Kinder sind eigenständige Menschen und Rechtssubjekte. Sie gehören nicht der Leihmutter oder irgendwem. Das Zitat ist völlig richtig, was da vorne steht. Und darum kann man mit ihnen auch keinen Handel betreiben. Wenn man jetzt tatsächlich... Hast du nichts bezahlt? Wenn man sich tatsächlich jetzt juristisch... Hast du daran, nichts bezahlt? Wenn man sich hast du etwas bezahlt? Ich will es doch gerade erklären. Nein, natürlich aber ich du bezahlt, sagst, es ist aber doch nicht kein für die Handel. Übertragung von Eigentum an einem Kind. Sondern ja, ich wollte es jetzt erklären. Also, wenn man als Jurist ist, ist man es gewohnt, Verträge daraufhin zu untersuchen, was ist eigentlich der Kern der Leistung und der Gegenleistung. Und das ist hier genau das, du nennst sie selber Mietmütter, du findest den Begriff Leihmutter nicht gut. Es sind in gewisser Weise Mietmütter. Ja, sie vermieten ihre Gebärmutter. Bauch. Genau, das ist also der Punkt. Also es ist eine Gebärmaschine. Jetzt versuchst du wieder zu framen, jetzt versuchst du wieder Begriffe zu verwenden, die negativ besetzt sind. Ja, das sind Bleiben sie wir doch bei den Fakten. Bleiben wir bei den Fakten. Ja. Es wird, man kann das sagen, es wird eine Gebärmutter vermietet. Das würde ich auch so sehen. Das kann man mit Fug und Recht sagen, das ist die Dienstleistung. Sie stellt für einige Monate ihre Gebärmutter zur Verfügung, dafür bezahlt man. Das tun diese Frauen übrigens nicht nur aufgrund des finanziellen Interesses, sondern aus Herzensgüte. Das ist ein zusätzliches, nicht hinreichendes Argument, aber natürlich, oder also die Frauen in den georgischen Frauenhäusern, die angeworben werden, gezielt ich in einer Notlage, nicht von Georgien, ich rede von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Und ich glaube denen allen, dass sie unglaublich froh darüber sind, anderen Menschen eine Familiengründung zu ermöglichen. Ich bin da sogar sicher. Unsere Leihmutter hat uns besucht. Ich kann das beurteilen aus eigener Erfahrung. Natürlich reicht das alleine nicht. Natürlich muss es auch eine finanzielle Kompensation geben. Deswegen finde ich auch die altruistische Leihmutterschaft verlogen. Denn sie ist nicht altruistisch. Rein altruistisch. Aber was genau bezahlst du es? Du hast ja gesagt, es ist kein Kinderkauf. Also, genau. Warum ist es weil das nicht den Kern vom Austauschverhältnis beschreibt. Sondern, was ist ich der gebe Kern? Geld... für die neunmonatige Nutzung der Gebärmutter. Für die Mietdauer. Wenn du zum Bäcker gehst, bezahlst du den Bäcker für das Backen des Brotes oder willst du das Brot auch mitnehmen? Hast du nur die Schwangerschaft bezahlt Brötchen, oder das Kind? Genau damit kann man dir belegen, dass das eben der Begriff falsch ist. Das Brötchen gehört dem Bäcker. Das Kind gehört nicht der Leihmutter. Das ist der Unterschied, darum ist es kein Handel. Herr Kreis, bitte, wie sehen Sie das? Das ist juristische Haarspalterei, was Sie sagen. Sie das ist juristische Haarspalterei, das ist an Haaren herbeigezogen, das ist typisch Juristerei. Es geht um dieses Baby, das da gekauft wird. Wir haben vier Kinder. Ich hatte mich auf jedes einzelne dieser Kinder wahnsinnig gefreut, hatte teilweise von denen geträumt und schon im Mutterleib unglaubliche Beziehungen aufgebaut. Die Geburten waren wundervoll. Also man verbindet sich schon längst pränatal mit diesen kleinen Wesen, die da zu uns kommen. Das ist ein absolut emotionaler Prozess. Das kann man nicht zur Ware machen. Das geht nicht. Und zu sagen, es ist keine Ware, weil der Vertrag ja nur über eine Dienstleistung geht, Dienstleistung mit Handwerkern, das auf eine Ebene zu stellen, das ist vollkommen falsch. Hat Ihnen die Diskussion gefallen? Die ganze Folge gibt es hier. Einfach draufklicken. Und sollten Sie es noch nicht gemacht haben, dann unbedingt unseren Kanal abonnieren. Stimmt, den gibt es hier.